I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Ich hab die Kontrolle wieder. Wir sind bald da. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Der Damm da. Fahren wir durchs Schleusentor. Ja. Mal los. Hey Nate, das klappt nicht. Ist blockiert. Okay, ich versuch das andere. Das hätte man ahnen können. Hinter Tür Nummer 2. Das hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Alles gut. Wart's ab. Da ist ein. Ach, geschafft. Hey, du klingst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Und wir sind oben. Der hier wohl gewohnt hat? Bestimmt der Aufzugswärter-Typ. Der Aufzugswärter-Typ? Hey, auch Piraten haben Sicherheitsstandards, weißt du? Jawohl. Sie wussten wohl, dass eine große Sache im Gange war.
5. Juni 1718. Eine weitere Ladung beschrifteter Kisten kam vom Hafen aus flussaufwärts. Diese wurden jedoch von einer Gruppe bewaffneter Soldaten begleitet. Trotz einiger Bedenken begann ich, die Kisten auf Vollständigkeit zu überprüfen, bis mir eine Stimme in schroffem Ton befahl, aufzuhören. Ich war erzürnt, dass mich jemand wie einen gewöhnlichen Gauner herumkommandierte. Aber als ich mich umdrehte, blickte ich in die Augen von Gründer Tew. Es war das erste Mal, dass ich einen der Gründer leibhaftig sah. Meine Kehle wurde trocken und ich rang mit den Worten, doch die ich sehr sorgfältig wählen musste. Ich erklärte ihm, dass ich den Inhalt nur auf ihr korrektes Gewicht prüfen wollte, aber er sagte mir mit Nachdruck, dass dies nicht nötig sei. Ich war erleichtert, als etwas anderes sein Interesse weckte. Um ehrlich zu sein, konnte ich einen Blick in die Kisten werfen, bevor Gründer Tew mich unterbrach. Säbel, Pistolen und Schießpulver. In Anbetracht der Anzahl der Kisten würde ich sagen, dass man damit eine Armee versorgen könnte. Ich habe Eleonor nichts davon erzählt, weil sie ihre gesamte Aufmerksamkeit dem Verschwinden ihres Bruders Jack widmete. Aber ich muss es meinen Freunden sagen. Die Gründung Libertalias beruht auf Idealen, die es wert sind, verteidigt zu werden. Sogar gegen die Gründer selbst, wenn es nötig sein sollte. Sobald ich sicher bin, dass Eleonor, die kleine Abigail außer Gefahr sind, werde ich mich in die Stadt begeben, um die anderen zu informieren. Bis dahin werde ich mich bedeckt, jedoch mein Auge offen halten. So. Wie stehen die Chancen, dass der Aufzug geht? Ah, bis jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft. Ein gutes Zeichen. Thank you.
Kannst du mir helfen? Mist. Ich halte hoch. Hol den Wagen. Okay, wenn das mal gut geht. Jawohl. 3 von 3. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Wow. Wie auf einer Postkarte. Ja, Libertaria. Wunderschöne Landschaften. Und Schießereien auf Leben und Tod. Wieso hast du deine Meinung geändert? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten. Ja, nein. Hier. Oh, los, hilf mir mal. Klar. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich so auszuschließen. Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Ja. Nächster Halt, New Devon. Da lang, ne? Hey, Helena! Mate! Wir sind hier, Sully. Wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Die werden wir wohl bald sehen. Ist euch beiden soweit gut? Ja, tschüss. Aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen es. Over und out. Okay, wir müssen über die Brücke rüber.
festhalten. Verdammt! Dreh um, wir fahren zum Wasserfall. Ich kann nicht. Die Strömung ist zu stark. Mach dich bereit. Nein. Festhalten! Nate? Nate! Da, wir können die Felsen hochklettern. Okay. Los! Los! Geschafft! Na los! Fuck you! Wasserfall! Okay! Bin okay! Der Baum ist nicht okay! Komm schon! Hier drüben, schnell! Mach! Hab dich! Ja. Puh. Ja. So viel zum Wagen. Yep. Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja, das haben wir. Ja. Hier lang. Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Ja, das wäre übel gewesen. Hat sich mal ab. Kann ich da drin? Ja, vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja, vielleicht. Was gefunden? Nein. Wo bist du? Mädel? Ugh!
ganz allein hier? Hm. Okay. Erst August 1718. Ich habe mich um Mitternacht von Eleanor und der kleinen Abigail verabschiedet. Sie haben sich den anderen Flüchtlingen an Bord der Swift Sur angeschlossen, auf der Suche nach neuen Ufern. Ich bete, dass ich bald wieder bei ihnen sein kann. Die Gründer haben mir alles genommen. Sie haben allen alles genommen. Das bisschen Gold, das ich beisteuern konnte, und nun ist nun weg. Oder befindet sich hinter den Hornmauern von New Devon. Wir werden es bald erfahren. Bei Sonnenuntergang holen wir uns unser rechtmäßiges Eigentum zurück. Sie konnten uns nicht am Schatzhaus aufhalten, also werden sie es jetzt auch nicht tun. Meine liebste Eleonore, meine süße Abigail, sollte ich hier mein Leben lassen, sollte ich euch enttäuschen, seid gewiss, dass ich nur unser Glück und unser Wohlstand im Sinn hatte. Vielleicht könnt ihr dieses Ziel selbst noch erreichen. Jawohl. Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. Wow. Viele Tote, ja? Oh, wow. Also den Kleidern nach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab, Nate. Scheiße, ne? Sieh dir das Schild an. Verräter. Einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Hm. Hier ist noch eine. Schau mich doch mal um, Ding. Schützerin. Sorry, Kumpel. Nicht böse gemeint. Mehr Galgen.
Oh mein Gott. You Devin. So kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was? Die Siedler alle umzubringen? Nein. Sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Utopium. Um ihnen dann an. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch. Selbst für Piraten.